Ja, um im Golf 8 GTE oder GTI die ESC Sport Version zu aktivieren, beziehungsweise um die Launch Control nutzen zu können, muss man bislang immer in Fahrzeug, in den Einstellungen gehen, dann nochmals nach links swipen, auf Bremsen gehen, aktiviert auf ESC Sport machen und dann wieder zurück in die Übersicht. Meiner Meinung nach sind es ein paar Schritte zu viel. Gerade wenn man unterwegs ist, kann das wertvolle Zeit kosten und wertvolle Augenblicke, die man nicht auf die Straße wenden kann. Von daher gibt es eine einfache Möglichkeit, dies noch einfacher zu gestalten. Und zwar wischt man einfach von oben nach unten, dann kommt man in dieses einfache Menü, in dem man diese Schnellzugriffe hat und die kann man nämlich bearbeiten. Man bleibt dazu einfach etwas länger auf einer von diesen Kacheln drauf und hat dann eben die Möglichkeit, diese vier Kacheln, die hier oben sind, anzupassen. Beispielsweise ist für mich der Klang nicht relevant. Für mich ist aber das ESC-Programm interessant. Das kann ich einfach nach oben ziehen und schon ist es in dieser Schnellauswahl dabei. Es gibt hier unten noch andere Möglichkeiten, die je nach Wunsch eben dazu hinzugefügt werden können, um eben so schnell wie möglich darauf zugreifen zu können. Anschließend kann man das Ganze einfach schließen und jedes Mal, wenn man dann den ESC-Modus aktivieren will, muss man einfach nur noch von oben nach unten wischen, kann auf ESC gehen, das Ganze auf ESC Sport oder aus oder wie auch immer schalten und ist damit schon fertig. So, das wär's für das kurze Video. Ich hoffe, das hilft und erspart euch die mühsamen Streichbewegungen auf eurem Navigationssystem. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte abonniert den Kanal und liked das Video. Das würde mich unglaublich freuen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.